Ich brauche nämlich sicher noch zwei Raketen für hier. Dann kann ich, das heißt, ich könnte mir quasi eine Nuklearrakete leisten, um auszuprobieren, dass ich das irgendwie zerstören kann. Sieht das aus? Probieren wir mal das aus. Probieren wir es mal aus. Okay. Macht nicht allzu viel Schaden. Okay. Gut. Dann müssen wir halt mit der groben Kelle rein. Los geht's. Am besten machen wir das so, dass wir uns freier bewegen können. Und am besten dann, wenn viele gegnerische Einheiten dort stehen und weniger von meinen. Oder so. Gut. Naja, ich brauche hier sicher noch eine Nuklearrakete. So, dann holen wir uns noch Mana. Wir haben eh genug Mana eigentlich. Und dann machen wir noch eine Nuklearrakete, am besten hier irgendwo. So. Jawoll! Gibt's hier noch. Ah, hier gibt's noch Türme, das ist natürlich nicht so toll. Wir haben keine Nuklearrakete mehr. Ah je! Hätte ich mir vielleicht doch welche aufheben sollen. Gut, schauen wir mal, ob wir so auch den Griff hinbekommen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt mal die Gebäude zerstören. Zumindest die, zu denen wir hinkommen. Und auch die Panzer natürlich. Na, stellen wir uns mal hierher. Hier sind gar keine Gebäude mehr, das ist sehr gut. Die sind offenbar alle abgebrannt. Ich glaube, fast wenn wir. Das müsste ich sogar so auch schon ausgehen. Ja, das geht sich sogar aus. Das ist zwar knapp, aber es geht sich trotzdem aus. Dass wir können den Punkt auch noch mit Täusch beseitigen. Dann machen wir am besten. Nein, der Bunker wird auch beseitigt hier. Schildern. Am besten auf die. Ah, hier weg, hier weg, hier weg, hier weg. Autsch, das wäre fast schief gegangen. Okay, letzten Raketenturm. Und das war's dann, glaube ich, mit der Mission. Die Einheiten kümmern sich noch da um ein paar Gebäude hier. Aber war ganz okay, wenn man auf Tosh aufpasst, nicht allzu schwer. Für uns alle. Seid ihr gnädig. Und die Mauern stürzen ein. Seid frei, Brüder und Schwestern. Euer neues Leben erwartet euch. Okay, also die Entscheidung, ob man Ghosts oder. Wer sind die anderen? Die anderen komischen nimmt. Ist nicht allzu schwer, es ist, macht ein bisschen wenig Unterschied. Die Mission ist sicher ganz lustig, die andere kenne ich leider noch nicht. Das ist nicht allzu schwer, ohne dass Tosh Trefferpunkte unter 100 sinken, müsste ich ausgehen. Unter 25 Minuten müsste ich auch ausgehen. Gut, schauen wir mal, was als nächstes für uns im Petto ist. Wir haben jetzt alle Missionen von Tosh abgeschlossen übrigens, ist auch gar nicht so schlecht. Und als nächstes machen wir wahrscheinlich mit der Tycho's Storyline weiter. Oder eigentlich machen wir mit der Horner Storyline weiter. Aber zuerst tun wir wieder fernschauen. Hey, was ist das? Okay. 50 Jahre und noch nie ist jemand aus Neuforzum entkommen. Und wir knacken es an einem Nachmittag. Ich kann kaum glauben, dass wir das geschafft haben. Ihr Jungs wart gut. Ich und meine Phantome machen den Rest. Wir erledigen Minsk und treten seine Liga in den Dreck. Minsk zu stürzen war erst der Anfang.
Hier geht es darum, eine bessere Zukunft zu schaffen. Versteht ihr nicht? Wir haben gerade jeden Wissenschaftler, Philosophen und Freidenker befreit, der je gegen Mengsk aufbegehrt hat. Das war unser eigentlicher Sieg heute. Bist du wirklich so naiv? Morgen kommt ein neuer Mengsk und danach noch einer. Dein toller Traum von einer besseren Welt ist nur eine Illusion. Wenn alles so trostlos ist, warum bist du dann hier, Tosh? Was springt für dich dabei raus? Das gleiche wie für dich, Bruder. Ich will Mengsk tot sehen. Hier geht es nicht um Rache. Das Ziel unserer Revolution ist Freiheit. Du wirst diese bessere Welt erleben, Matt. Aber für Typen wie uns ist da kein Platz. Okay, eine tolle Storyline, also eine tolle Zwischensequenz am Ende der Storyline von Tosh. Wirkt eher wie ein Seitenquest, aber macht ja nichts. Wir schauen zuerst mal Nachrichten, wie ich vorher schon angekündigt. Wir haben schon lange genug nicht mehr Nachrichten gesehen. Eine Eilmeldung. Wir haben heute Bericht erhalten, dass... Wie bitte? Wir schalten zu Kate? Aber ich... Die bestbewachten Gefangenen der Liga sind seit heute Nacht auf freiem Fuß, nachdem das Gefängnis von New Folsom durch einen gewagten Einbruch infiltriert wurde. Liga-Sicherheitskräfte sind in höchster Alarmbereitschaft, da einige der Häftlinge frühere Mitglieder des Projekts Shadowblade sind, das, wie wir herausfinden konnten, eine Sonderabteilung des Ghost-Programms der Liga darstellt. Eine Reihe politischer Dissidenten wurde ebenfalls während des Angriffs befreit. Wissen wir, wer dahinter steckt, Kate? Waren es Rainers Raiders? Die Beweislage lässt darauf schließen. Ja, Donny. Da sehen Sie es. Jim Rayner hat unsere Welt heute Nacht wieder ein Stück gefährlicher gemacht. Donny Vermillion aus den Studios von UNN auf Korhal. Gefährlicher für die richtig bösen Jungs da draußen, Donny. Du solltest dich warm anziehen. Ja, die Nachrichten mit Donny Vermillion sind immer lustig. Wollte dir nur Bescheid sagen. Tosh hat sich offiziell unserer kleinen Revolution angeschlossen. Er hat gemeint, dass seine Phantome uns jetzt helfen werden. Du hast echt eine Schwäche für durchgeknallte Psychos, Jimmy. Diese Irren loszulassen ist nicht besonders clever. Der alte Mengsk hat die nicht umsonst eingesperrt. Mengsk hat sie eingesperrt, weil sie einfach nur Waffen für ihn waren. Auch sie haben ein Recht auf Freiheit. Wie jeder andere auch. Gut, was sagt Tosh dazu? Ich bin ein großes Risiko eingegangen mit dir und deinen Phantomen, Tosh. Ich hoffe nur, dass Nova nicht recht hatte, was dich angeht. Glaub nicht an die Lügen von der Kleinen. Das Phantomprogramm beeinflusst jeden unterschiedlich. Aber wir sind alle immer noch Menschen. Es ist unsere eigene Wahl, ob wir Phantomen werden. Nicht ihre, nicht deine und nicht die von Mengsk. Die Wahl zu haben, ist die einzig wahre Freiheit. Aber kann ich ihnen vertrauen? Kann ich... dir vertrauen. Mach dir mal keine Sorgen. Wir werden für dich kämpfen. Bis zum Schluss. Meine Brüder und Schwestern, wir verdanken dir alles. Okay. Sehr loyal. Nachdem wir wieder etwas Kohle haben, geht's wieder auf ins Arsenal, unsere Truppen upgraden. Also aufwerten. Gut, was wollten wir eigentlich? Raumschiffe. Raumschiffe. Ah, gar nicht so toll. Phantom. Was ist das? Ah. Macht 200 Schaden. Okay. Tarnung erfordert keine Energie mehr. Ah, weiß nicht. Ah ja. Was könnten wir hier noch upgraden? Panzer haben wir schon fertig upgradet, das ist gut.
Das ist auch alles schon so upgradet, wie ich es haben wollte. Das wäre ganz cool. Das würde ich schon gern haben. Und doppelte Repariergeschwindigkeit wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Also was wir auf jeden Fall noch kaufen werden, sind die Satellitenzentrale, die doppelte Repariergeschwindigkeit für die WBFs und die Headstand-Batterien für den Raketenturm. In welcher Reihenfolge weiß ich jetzt noch nicht, aber es geht sich nämlich nicht alles jetzt aus. Machen wir mal den auf jeden Fall und das doppelt so schnell reparieren brauchen wir wahrscheinlich noch nicht so schnell. Das könnte sich eher schon rentieren. Machen wir das. So. Haben wir unser Geld auch ausgegeben. Sehr gut. Oh cool. Viking anschauen. Ja, ziemlich groß, ziemlich fett. Bin gespannt, ob da noch was dazu kommt. Schauen wir ins Labor, aber ich glaube, wir können nichts weiter erforschen. Wir brauchten nämlich Protospunkte. Zwei Protospunkte noch. Und. Ja. Ah, okay. Gut, auf die Brücke. Was gibt's als nächstes für uns zu tun? Wir machen als nächstes Valhalla. Die Namen, die wir im Speicher des Adjutanten dekodiert haben, beweisen, dass Mengsk das Massaker auf Tarsonis befohlen hat. Jetzt müssen wir diese Aufnahmen nur noch veröffentlichen. Mira Hahn hat uns einen Tipp gegeben, der von Nutzen sein könnte. Die Liga enthüllt bald auf Korhal eine neue Kriegsmaschine namens Odin. Wenn wir den Odin in unsere Gewalt bringen, können wir uns dort mit seiner Hilfe Zugang zu den UNN-Studios verschaffen und die Aufnahmen über Mengs Kriegsverbrechen veröffentlichen. Der Odin befindet sich zurzeit auf einem Testgelände auf Valhalla. Gut, die werden auf jeden Fall spielen. Ich überlege nur gerade, ob ich sie jetzt mache oder nachher. Ah, ich mache sie noch jetzt. Unser Team ist in Position. Wir sind bereit, den Odin zu entwenden. Sind Sie sich da absolut sicher, Sir? Ja. Tykes ist auf jeden Fall unser bester Mann für diese Art Job. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Er ist allerdings schnell etwas übereifrig. Wir müssen also zusehen, dass wir hinterherkommen, wenn der Kampf erst mal angefangen hat. Wenn er den Odin tatsächlich steuern kann, ist es äußerst wichtig, dass wir alle Basen der Liga in der Gegend ausschalten. Hoffentlich können wir alle Übertragungen lang genug blockieren, bis er das geschafft hat. Wir können nicht riskieren, dass irgendwelche Nachrichten hierüber nach Korhal gelangen. Was wissen wir über diesen Odin? Es handelt sich um einen experimentellen, überschweren Belagerungskampfläufer, der für ausgedehnte Kämpfe an der vordersten Front entworfen wurde. Sehr kampfstark. Klasse. Also könnte doch nicht mal Tykes den verschrotten. Los! Da bin ich immer gespannt, was Tykes mit dem Odin anstellen wird. Ob das so eine gute Idee ist, dass er den steuern darf, ich weiß nicht. Okay, in der Mission bekommen wir Raumjäger. Die gibt es im Multiplayer leider nicht. Gab es in StarCraft 1 und die sind ziemlich cool. Ich glaube, die können sich tarnen und sind sonst so wie eine Mischung aus Vikings und Banshees. Weil die können am Boden schießen und in die Luft schießen. Was über mehr? Okay, also gleich mal rein. Das ist jetzt keine verdeckte Operation, Herr Mädels. Feuert aus allen Rohren. Bereit machen, Jungs. Gut, am besten ist, wir lassen Tykes den Schaden nehmen. Weil er mehr Panzerung hat und deswegen weniger Schaden nimmt und leichter geheilt werden kann. Die automatischen Geschütztürme. Haltet mich nicht davon ab, dieses Baby zu bekommen. Ja, das glaube ich auch, ja. Befehle erhalten! Ja, da haben wir es schon fast geschafft hier. Aber sicher! Hey, das ist noch gar nicht zusammengebaut. Oh, coole Animation. Scheiße, wie groß ist das Ding? Ich kann es kaum abwarten, einzusteigen und die Bude hier auseinanderzunehmen.